Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen und auch recht seltenen Glitch. Und zwar zeige ich euch, wie ihr euren Terabyte merchen könnt. Mit anderen Worten, ich zeige euch in diesem Video, wie ihr euren Terabyte selber modden könnt. Ja, richtig Leute, selber modden könnt. Und zwar könnt ihr die Tuning-Teile vom einem Auto auf den Terabyte übertragen. Sprich, habt ihr ein Auto mit Bennys Felgen, mit einer richtig krassen Lackierung, North Yankton Nummernschild, patriotischen Reifenqualm und so weiter und so fort, könnt ihr alles auf den Terabyte übertragen. Dieser Glitch funktioniert auf PS4 und Xbox One. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einmal natürlich den Nachtclubhaus inklusive Terabyte. Und ihr braucht auch eine Garage namens B2. Diese Garage B2 muss voll sein mit Autos. Wenn ihr noch Plätze übrig habt, stellt ihn einfach voll mit LGs. In dieser B2 Garage muss auch das Auto stehen, wo ihr die Tuningteile her habt, sprich das Geberauto. Aber Achtung, dieses Auto verschwindet nach diesem Glitch. Sprich, es sollte jetzt nicht euer Lieblingsauto sein, sondern ein Auto, was ihr auch verkraften könnt, wenn es verschwindet. Und ihr braucht ein Auto, was mit T anfängt. Ganz wichtig, was mit T anfängt. Ich habe jetzt einfach Michaels Auto aus dem Internet gekauft, denn das kostet nur $55.000. Ich besaß auf dem Zweitcharakter einfach kein Auto, was mit T anfängt. Aber ihr könnt natürlich auch Turismo R oder T20 nehmen zum Beispiel. Ihr braucht außerdem auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch aktiv unterstützt. Und ihr braucht auch eine Basis inklusive Akt 2 Finale. Ja, richtig Leute, ihr braucht Akt 2 Finale. Das ist sehr, sehr wichtig für diesen Glitch. Bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln für diesen ultra krass seltenen Glitch. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und am Ende des Videos werde ich euch ein paar kleine Tipps geben, damit ihr euren Terabyte auch sicher behaltet. Nicht, dass ihr den außersehen irgendwie wieder wegglitscht, verliert oder sonst irgendwas. Deswegen bleibt bis am Ende des Videos dran, dann gebe ich euch ein paar Tipps, damit ihr euren Terabyte auf jeden Fall behalten könnt. Würde ich mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes fahrt ihr mit einem Auto, was mit T anfängt, einfach raus oder bestellt es über Mechaniker, denn es muss euer aktives Auto sein. Habt ihr als aktiven, aktuellen Auto ein Auto, was mit T anfängt, zum Beispiel Turismo R, T20 oder hier mal das Auto von Michael, fahrt ihr zur Basis und geht in den Raum, wo ihr den Überfall starten könntet. Seid ihr im Raum drin, wo ihr den Überfall starten könntet, ruft ihr einmal Simeon an und fordert einen Job an. Habt ihr den Job von Simeon bekommen, öffnet ihr ihn auf dem Handy so, dass ihr nur noch X drücken müsstet, um in den Job reinzugehen. Jetzt kommt es ein bisschen tricky an, denn ihr müsst jetzt die Optionstaste gedrückt halten und wenn ihr die Optionstaste loslässt, dann direkt X drücken. Sprich, ihr geht in die Optionsmenü und startet gleichzeitig den Job über das Handy. Wenn alles funktioniert hat, müsst ihr bei euch das Optionsmenü öffnen und ihr müsstet über einen Controller ein kleines Klickgeräusch gehört haben, sprich, dass ihr auf dem Handy was gedrückt habt. Jetzt geht ihr auf Online, Jobs, Jobs spielen, From Rockstar erstellt und Missionen und startet eine Mission. Viele benutzten Job für einen Titan, da mein Charakter leider nur Level 17 ist, habe ich jetzt einfach einen anderen Job genommen. Aber das ist auch völlig egal, Hauptsache eine Mission. Seid ihr in Mission drinne? Drückt jetzt Kreis. Jetzt habt ihr eine Meldung, ob ihr sicher sein wollt, dass ihr den Job verlassen wollt. Ihr drückt jetzt Ja, aber sobald ihr Ja gedrückt habt, müsst ihr die rechte Pfeiltaste durchspammen bis zum geht nicht mehr. Das ist ganz wichtig. Hat alles funktioniert, werdet ihr kurz in eurer Basis gespawnt und wird direkt in einen neuen Ladescreen gezogen. Und jetzt Leute, seht ihr, ob das Ganze funktioniert hat. Sprich, bei mir steht oben jetzt Akt 2 Finale, aber dass der Job von Simeon ist. Was eigentlich gar nicht stimmt, aber da steht da, der Job ist von Simeon. Jetzt wisst ihr, dass ihr in den richtigen Modus seid. Jetzt könnt ihr euren Freund einladen, der mit in der Sitzung ist. Ist euer Freund drinne, startet ihr die Mission. Jetzt passiert Folgendes. Ihr seht schon im Hintergrund, dass es so ein bisschen buggy, bisschen laggy ist, dass sich der Hintergrund auf einmal verändert, dass ihr auf einmal draußen spawnt, so gesehen die Ansicht. Das ist auch alles normal. Ihr kommt jetzt ins Menü, wo ihr auf Bereit drücken könnt und die Autos auswählen könnt. Ihr wählt jetzt zuerst euren Terabyte aus, sprich ihr geht jetzt runter zum Fahrzeuge und drückt 1, 2 mal, 3 mal nach rechts oder nach links, je nachdem welches Auto ihr habt und wählt den Terabyte aus. Ja richtig, ihr könnt jetzt auf einmal den Terabyte auswählen und geht dann auf Bestätigen. Das ist ganz wichtig, dass ihr auf Bestätigen geht und dann wartet ihr einfach, bis die Zeit abgelaufen ist. Hier noch eine kleine Nebeninfo. Solltet jetzt im Menü sein, wo ihr die Fahrzeuge auswählen könnt, aber bei euch läuft nicht die Zeit ab, hat der Glitch bei euch leider nicht funktioniert und ihr müsst den Glitch komplett nochmal von vorne starten. Und ich gebe zu, Leute, dieser Glitch ist auch leicht ekelhaft. Warum ekelhaft? Bei meinem Freund hat es tatsächlich First Try funktioniert. Ich habe bei meinem Erstcharakter tatsächlich 4 Stunden gebraucht, bis ich mit den Terabyte rausgeglitscht habe. Es kann bei euch ein bisschen schneller gehen, was ich natürlich auch hoffe, aber es kann auch ein bisschen dauern. Deswegen Leute, verliert nicht die Hoffnung. Ich helfe euch auch gerne, schreibt in die Kommentare und ich gebe euch gerne Tipps, wie ihr es vielleicht schaffen könnt. PS,
Euer Freund ist ganze Zeit in einem gefrorenen Screen. Er sieht gar nichts. Er sieht auch nichts, wenn es weitergeht oder sonst irgendwas. Es ist auch alles korrekt. Ist die Zeit abgelaufen, solltet ihr in den Job gelandet sein. Seid ihr im Job drin, könnt ihr eurem Freund Bescheid sagen, dass er einfach mal GTA schließen soll. Denn dadurch, dass er GTA schließt, verlässt er den Job und bei euch crasht der Job, da ihr nicht mehr genug von der Anzahl seid, diesen Job zu spielen. Das ist auch gewollt, Leute. Ihr seid jetzt im Himmel, drückt jetzt auf Fortfahren. Ihr wollt nicht die Mission nochmal neu starten und geht dann auf freien Modus. Das ist ganz wichtig, dass ihr auf freien Modus geht. Seid ihr im freien Modus gespawnt, werdet ihr schon auf der Minimap erkennen, dass auf einmal der Terabyte da ist. Ihr lauft jetzt zum Terabyte hin und keine Sorge, Leute, es ist nicht schlimm, wenn ihr ein paar Mal stirbt beim Berg runtergehen. Das passiert halt manchmal. Macht den Glitch auf jeden Fall nicht kaputt. Ihr geht jetzt zum euren Terabyte und steigt ein und fahrt damit zum Nachtclubhaus. Seid ihr beim Nachtclubhaus angekommen, fahrt ihr zur Garage und auf einmal werdet ihr gefragt, welche Garage ihr wählen möchtet. Ihr drückt dann die B2 Garage. Ihr werdet eine Meldung erhalten, dass die Garage voll ist. Diese Meldung bestätigt ihr einfach mit X. Seid ihr in der Garage drinne, setzt ihr den Terabyte genau auf das Auto, was die ganzen Tuning-Teile hat, was er später der Terabyte haben soll. Habt ihr den Terabyte dahingesetzt, steht ihr jetzt in eurer B2 Garage. Soweit, so gut. Ich werde euch jetzt schon mal zeigen, dass er in der B5 Garage der Terabyte nicht mehr steht. Der ist einfach nicht mehr da. Ihr geht jetzt einfach generell einfach aus dem Nachtclubhaus raus. Seid ihr draußen angekommen, bestellt ihr euren Terabyte über das Interaktionsmenü. Sprich, ihr öffnet das Interaktionsmenü und geht auf Sonderfahrzeuge, Terabyte und Terabyte anfordern. Habt ihr euren Terabyte angefordert, boom, er hat jetzt auf einmal die Tuning-Teile. Und damit ist generell dieser Glitch eigentlich auch schon zu Ende. Aber jetzt kommt das große Aber. Wenn eure Terabyte mal wieder einlagert und wieder zum Nachtclubhaus reingeht, werdet ihr merken, dass er im Nachtclubhaus die Tuning-Teile aber nicht hat. Denn euer Terabyte spawnt nur mit den Tuning-Teilen, wenn ihr ihn draußen übers Interaktionsmenü bestellt. Das bedeutet über Sonderfahrzeuge Terabyte anfordern. Dann hat der Terabyte die ganzen Tuning-Teile wie Bennys Felgen, Lackierung, Nummernschild, patriotischen Reifenqualm etc. Aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Denn wir wollen ja bei unseren Freunden gerne damit angeben, dass wir einen gemoddeten Terabyte haben, sprich einen geilen Showcase in der Garage haben. Und jetzt ein kleiner Workaround, dass ihr den Terabyte mit Tuning-Teile auch in eurer Garage habt. Und inklusive auf Ebene B5 wieder spawnt. Denn ihr müsst jetzt euren Terabyte mit Hilfe von Giftcast to Friends eurem Freund geben und euer Freund gibt ihn euch zurück. Ich werde den Giftcast to Friends in diesem Video nicht zeigen, da ich ihn als letztes Video erst hochgeladen habe. Den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung. Habt ihr euren Terabyte mit Hilfe des Giftcast to Friends euch nochmal selbst gegeben, habt ihr jetzt auf einmal 2 Terabytes in eurer B-Garage. So wie hier bei mir. Und jetzt ganz wichtig, um Fehler zu vermeiden. Geht jetzt aufs Handy, geht jetzt ins Internet und kauft euch einen kostenlosen LG und ersetzt euren ungetunten Terabyte. Das ist sehr wichtig, denn sonst könntet ihr eure Tuning-Teile auf dem Terabyte später durch ein Missgeschick wieder verlieren. Deswegen replaced einfach den Terabyte. Den ungetunten Terabyte. Gut, ist der ungetunte Terabyte nicht mehr da, geht jetzt einfach zum euren getunten Terabyte. Seid in euren getunten Terabyte drinne, werdet ihr schon merken, dass ihr die rechte Pfeiltaste drücken könnt, um in die Tuning-Garage zu gelangen. Jetzt drückt ihr auch die rechte Pfeiltaste, um da reinzugehen. Seid ihr so gesehen in der Tuning-Werkstatt drinne, tunt ihr irgendwas, ändert irgendwas, sei es die Bremsen, die Federung, die Fensterscheiben, whatever. Hauptsache, ihr müsst irgendwas Kleines verändern. Habt ihr irgendwas verändert, habt ihr auch den Glitch schon absolut richtig absolviert. Denn, wie ich, gehe jetzt in die B5-Garage und er steht auf einmal da mit den ganzen Tuning-Teilen und er steht auch in der B2-Garage mit den ganzen Tuning-Teilen. Wie geil ist das denn? Hier noch ein paar kleine Infos zu den Terabyte. Ihr habt zwar jetzt den Terabyte in der B2-Garage und in der B5-Garage, aber das Spiel kann nicht entscheiden, was jetzt der richtige Terabyte ist. Ne? Also sprich mit den ganzen Funktionen, mit den Oppressor MK2 da drin, etc. Fahrt ihr jetzt mit einem Terabyte zu Fuß aus der Garage raus, sprich ihr holt den einfach zu Fuß aus der Garage raus, dann denkt das Spiel, dass es der richtige Terabyte ist. Aber wenn ihr beide Terabytes gleichzeitig draußen haben wollt, müsst ihr zu Fuß die Garage verlassen und euren Terabyte über Mechaniker anfordern und über das Interaktionsmenü. Wie ihr auch seht, habe ich auf einmal 2 Terabytes nebeneinander stehen, die beide mir gehören. Ihr seht jetzt auch auf der Map, dass das eine als persönliches Fahrzeug markiert ist und das andere mit einem Terabyte. Aber wenn beide in der Garage stehen, weiß das Spiel einfach nicht, was gerade der richtige Terabyte ist. Deswegen achtet darauf, dass ihr nicht das Auto rausfahrt aus der Garage, sondern immer über Mechaniker bestellt
bzw. Interaktionsmenü, wenn ihr natürlich den richtigen Terabyte haben wollt. Sonst kann es irgendwann mal auch mal passieren, dass ihr einen Terabyte verlieren könnt. Deswegen zur Sicherheit, macht das bitte so. Hier ein zweiter Fun Fact über den Terabyte. Ihr könnt damit den richtigen Terabyte, wo der blaue Kreis da ist, wo die Opressor MK2 drin ist etc., könnt ihr problemlos in eurem Nachtclubhaus reinfahren. Aber euer persönliches Fahrzeug-Terabyte könnt ihr nicht reinfahren. Wenn ihr das versucht, werdet ihr einen unendlichen Blackscreen haben, beziehungsweise einen unendlichen Ladescreen haben und ihr dürft GTA praktisch einfach nochmal neu starten. Deswegen habt ihr einen Terabyte draußen, riskiert es einfach nicht, lasst ihn einfach wieder einlagern mit Hilfe des Motorradclubhauses oder sonst irgendwie. Aber das war's auch schon von diesem Glitch. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Merch-Glitch gefallen. Wenn ja, würde es mich riesig freuen, wenn ihr für diesen krassen Glitch einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Wombat. Ciao.